Ethel. I hope you're all doing well. I just wanted to say hello, and I'm very, very sorry I'm not there with you this year. I had a brilliant time at last year's bar camp in Karlsruhe, and I wanted to say thank you to all those that have kept in contact with me in the German Mahara community. You taught me so much last year and made me rethink how I use Mahara and how I support Mahara with my own lectures. So instead of thinking of it as just an assessment tool and a personal development tool, I forgot about the learning side of it being a learning tool, and that's something that I've been doing a lot in my new position at the UK Defence Academy as part of Cranfield University. Now, I have put together a very short video, a little short message that I'd like to share with you before your first keynote. So once again, forgive me for not being there. I hope next year I can come over and hopefully combine it with a short holiday. So please pick somewhere pretty, somewhere I can have a look around. Okay, well, thank you for listening to my message, and I hope to see you soon. Bye-bye. Mahara is our own reflection space that allows us and our students to think. What am I doing? What do I want to show? Where am I now? What do I have left to do? And where am I going? When you start using Mahara, you become part of an amazing community of teachers, learners and technologists that can start off small in your own educational institution, growing into a much larger community, perhaps in your city, your region or county, your country, and maybe even Europe. With that in mind, who's up for organising a Euro Mahara conference in 2017? Europe has so many awesome Mahara communities in England, Scotland, Germany, Switzerland, the Czech Republic, just to name a few. It can be a physical conference or a virtual one like the Ironwood conference. If you're interested, then let me know. We can even host it in Kassel. Then there's the global community. I met so many great Mahara people using the web, through either Facebook, Twitter and Skype, and of course through the Mahara.org website. Remember, we are a community and can only continue to grow through the combining our efforts to share ideas and case studies which can inspire those who are at the start of their Mahara journeys, but also the developers who are creating this marvellous tool. This leads me on nicely to introducing Christina Herpner, the Mahara Project Lead and Community Facilitator at Catalyst IT. I have known Christina for many years now via the internet, but had the pleasure of finally meeting her in person at the Mahara Moodle Moot in Leipzig in 2014. Christina is at the heart of the Mahara community and understands both the technology and teaching requirements of our community's goals. I can't think of anyone better to be our worldwide project lead, and please use this rare opportunity to tell her your ideas and show her what you've been doing with Mahara. Once again, thank you for allowing me to gatecrash your bar camp. I look forward to reading about your ideas via Twitter and blog posts after the event. Meine Damen und Herren, let me introduce Christina Herpner. Thank you very much, Sam. That was a really fantastic introduction. But I think I'll better switch to German now, unless everybody wants to listen to some English. Well, let's switch to German, and I'd like to tell you something, so I hope I can switch back to German now. Fangen wir doch mal ganz von vorn an. Falls jemand noch nicht das Twitter-Hashtag weiß oder es mittlerweile vergessen hat, es heißt MADE15. Ich denke da immer an MADE, muss mich aber erinnern, da ist noch ein H mit drin. Und das war ja in den schon gestern und auch im Vorfeld des Barcamps sehr aktiv. Und ich hoffe, ihr bekommt darüber auch noch mal ein paar Anregungen. Wir haben auch das Lagerfeuer, von dem ja gestern die Giese uns erzählt hat, hier etwas umgeändert, weil es ja auch Community ist und wir uns eben ums Lagerfeuer versammeln können, Geschichten erzählen können, austauschen und vielleicht irgendwann auch noch ein paar andere Aktivitäten gemeinsam machen können.
Jetzt, da es ja draußen kalt ist, viele sind erst reingekommen, würde ich doch gerne wissen, wer sich mit Dingen in der Mahatta Community identifiziert. Das müssen wir jetzt etwas schnell machen. Deswegen alle Geräte aus der Hand fertig machen zum Aufstehen, denn immer wenn ein neues Männchen kommt, die Leute, die sich damit identifizieren, die stehen mal ganz kurz auf, dreht euch um, sodass ihr euch dann auch seht und wisst, wer das denn ist. Ihr hattet ja jetzt schon einen Tag lang Zeit, euch gegenseitig kennenzulernen und zu erfahren, wer denn was macht mit Mahatta, wo ihr euch befindet. Und das machen wir jetzt nochmal in der großen Runde, denn wir kommen jetzt nicht so viel zusammen. Haben wir hier irgendwelche Schüler oder Studentinnen? Studentin. Fantastisch, danke. Kannst dich wieder setzen. Da hinten auch noch zwei. Prima, das klappt ja wie am Schnürchen. Haben wir Lehrer hier im Raum? Lehrende, Universitätslehrende sind damit natürlich auch gemeint. Okay. Wer gibt in Mahatta Support? Das kann an der Schule sein, das kann auch in der Community mit sein. Ja. Wer organisiert Events wie die MA.de oder auch Mahatta User Group Treffen oder auch Online-Events? Euro-Portfolio-Events sind damit auch gemeint, Sibylle. Wer testet denn was auf Mahatta, wenn jetzt eine neue Version mit rausgekommen ist oder auch für die eigene Schule? Wir können da schon ganz gut sehen, wer jetzt sehr aktiv in der Gemeinde ist. Die müssen etwas besseres Standbein haben, denn die können gleich stehen bleiben. Wer übersetzt denn Dinge in Mahatta? Oder wer hilft bei der Dokumentation mit? Und wer hat jetzt schon einmal Code mit beigetragen, also richtig Programmiertechniken oder auch in Beziehung auf Themes oder auch Security Bugs? Da haben wir noch etwas Nachholbedarf, also vielleicht können dann auch ein paar Studierende irgendwann mitmachen oder auch die IT-Lehrer an der Schule hier oder an der Universität. Und wer hat schon mal ein Design oder ein Theme erstellt oder Skins erstellt? Ja. Skins machen wir auch gleich mal mit rein. Ja, ja, prima. Ja, da sehen wir auch, da ist noch in der deutschen Community vielleicht etwas Nachholbedarf. Aber es gibt ja noch, wie Sam uns schon erzählt hat, die weltweite Community, wo dann auch noch mehr Leute da mitmachen. Jetzt gibt es auch schon die ersten Themes für Mahatta 15.10, die von der Community beigesteuert worden sind. Falls ihr das im Forum gesehen habt, Dirk Meyer, der hat ja jetzt mindestens eins schon gemacht. Das könnt ihr euch dann auch mit runterladen, zusätzlich zu den vier, die wir jetzt schon haben. Und das waren jetzt noch nicht alle, aber die anderen Teilnehmer an der Community, das sind dann zum Teil automatisierte Prozesse, die wir haben. Und hier hoffe ich, könnt ihr schön sehen, dass eben ein Softwareprojekt nicht nur aus dem Code besteht, sondern aus allen Leuten, die mitmachen. Es ist ganz wichtig, dass wir Leute haben, die mitmachen, die Software nutzen. Das ist auch schon ein Teil des Mitmachens, denn ohne euch brauchen wir keine Software zu machen. Und Software ist nicht nur Programmieren, sondern da geht eben auch Design mit rein, testen, Dokumentation schreiben, schauen, dass die Sprache dort richtig ist, egal in welcher Sprache das jetzt sei, und noch viele, viele andere Dinge. Deswegen, die Menschen in einer für ein Open-Source-Projekt sind ganz, ganz wichtig. Jetzt schauen wir aber mal etwas zurück in die Geschichte von Mahatta. Denn wir sind ja hier in der Märchenstadt Kassel. Da bietet es sich hier an, auch mal so in die Geschichte zurückzuschauen und zu gucken, was denn mal wann war. Und das jetzt mal ein ganz kurzer Abriss nur. Und da würde ich jetzt gerne wissen, ob hier überhaupt jemand weiß, wann denn dass der erste Code in Mahatta eingestellt worden war. Sigi, du bitte nicht. Ratet einfach mal. Also 2005 würde ich sagen. Nee, Norman? 2008. Nein, das war zu spät. 2005 war zu zeitig, 2008 war zu spät. 2006, wer hat 2006 gesagt? Melanie? Auf dem USB-Stick ist eine Mahatta-Instanz installiert in einer VirtualBox. Das kann dann auch auf jeden Windows- oder Mac-Rechner installiert werden. Installationsbeschreibungen sind auch dabei. Ansonsten einfach bei mir nachfragen, dass ihr dann auch mal sehen könnt, falls ihr jetzt keinen Testserver habt, das auch mal ausprobieren könnt und die neueste Version mit angucken könnt. Und wer hat denn den ersten Codebeitrag überhaupt gemacht?
Es gab da so ganz am Anfang drei Leute, wenn ich mich richtig entsinne. Das waren einmal Nigel McNee, Martin Smith, Penny Leach und dann noch ein paar andere. Penny Leach, Sibylle. Ups, Entschuldigung. Genau, Penny war die erste, die Code direkt in Mahara hatte. Und das war am 27. September 2006. Natürlich fing das Projekt schon zeitiger an. Mahara 1.0 kam dann am 2. April 2008 heraus. Und da hatten die so richtiges Heavy Lifting zu machen. Denn das war ja die erste richtige volle Release von Mahara. Und da wurde der Grundstein halt gelegt. Dann Mahara 1.1 kam dann schon am 25. Februar 2009 heraus. Von da an konnte man Ansichten kopieren. Es gab Verbesserungen in den Gruppen und auch der Import von Moodle-Inhalten. Also das war schon ganz, ganz zeitig da. Und dann schon im März 2009 war Mahara das erste Mal auf einer Moodle-Mood vertreten, auf der deutschen Moodle-Mood vertreten. Und wer es nicht lesen kann, vielleicht erkennt er die Leute da drin. Das ist also ganz links Penny Leach und von hinten Siggi und Max, wenn ich das so richtig gesehen habe. Also schon von Anfang an voll dabei. Mahara 1.2 wurde dann im November 2009 herausgegeben. Da konnte man dann schon Portfolios exportieren. Nigels Video ist ja legendär, das findet man immer noch. Und viele haben somit den Export dadurch erkundet. Dann gab es auch zusätzliche Designs, also alle die ihr bisher verwendet habt, so Aqua, Fresh, Ultima, Sunset und dann, das war's glaube ich, und auch noch das Einreichen von Portfolios gab es. Im September 2010, das war dann die erste Mahara-Version, an der ich mitgemacht hatte, denn ich bin im Juni 2010 nach Neuseeland gezogen, um bei Catalyst zu arbeiten, wurden dann Sammlungen und Pläne eingeführt und auch eine einfachere Hauptnavigation. Mahara 1.4 kam dann im Juni 2011 heraus. Da gab es dann die Google-Integration und Bildergalerie, einfacheres Freigeben von Ansichten und auch Kommentare an einzelnen Inhaltselementen. Mahara 1.5 im April 2012, da konnte man dann Sammlungen kopieren. Das Kopieren von Ansichten war ja schon möglich. Es kam dann auch das Grundschuldesign, was viele auch verwendet haben, also mit dem schönen bunten Bild. Und auch die Persona-Authentifizierung, die es uns ermöglicht, dann direkt auch das gleiche Login für das Backpack zu verwenden, das OpenBadge Backpack. Im April 2012 sind wir dann auch zum sechsmonatlichen Zyklus übergegangen, Mahara Version herauszubringen. Davor war das meistens so zwischen 7 und 12 Monaten etwas ungünstig, denn keiner wusste so genau, wann eine neue Mahara Version rauskommt. Und mit den 6 Monaten ist jetzt eigentlich gesichert, dass im April und im Oktober jeweils eine Version rauskommt. April ist für euch günstig in der nördlichen Hemisphäre, weil dann halt über die Sommerferien dann Update machen könnt. Und Oktober ist natürlich für uns und auf der südlichen Halbkugel sehr gut, weil ja unser Sommer im Dezember, Januar ist. Also da sieht es gerade nicht so aus wie hier, sondern es wird langsam schön warm. Mahara 1.6, dann im Oktober 2012. Es gab ganz, ganz viel Neues, nämlich das Responsive Design, dass man das jetzt auch besser auf mobilen Endgeräten sehen kann. Statistiken, man konnte dann auch iFrame-Quellen direkt auf der Administratorenfläche einrichten. Vorher war das ab 1.5 nur im Code möglich. Und wir hatten auch die besser lesbaren URLs gemacht, sodass nicht nur Zahlen da sind. 1.7 kam dann im April raus. Maskerieren wurde transparenter, dass jetzt auch ein Grund eingegeben werden kann. Und es ist auch möglich, besser Lizenzen mit auszuwählen für Artefakte. Und natürlich nicht zu vergessen, das erste mahara-mood.de Barcamp war dann im September 2013 in Kasselhof-Geismar. Und da hat ja dann HD den Slogan gegründet, Moodle is theirs and Mahara is yours, der ja immer noch sehr, sehr zutreffend ist. Mahara 1.8, da gab es dann auch wieder ganz, ganz viel Neues im Oktober 2013, nämlich Lib2A selbst Import, Volltextsuche, flexibles Seitenlayout, neue Symbole und neue Ansichten, Bearbeitungsbildschirm, dass wir halt vom horizontalen Block herunterziehen zum linken Seitenrand gegangen sind und dann auch die Skins.
Dann im Februar 2014, Sam hat es ja kurz schon erwähnt, war dann das erste Moodle Mahara-Mood in Leipzig. Vorher war das immer Moodle-Mood mit Mahara-Veranstaltungen drin. Und in Leipzig bei der Katja an der Universität war es dann das erste Mal, dass es wirklich auch im Titel mit vertreten war. Dann Mahara 1.9 im April 2014. Da hatten wir ganz, ganz viel Arbeit gemacht für Barrierefreiheit, dass wir da auf dem Niveau sind, was es auch ermöglicht, das als barrierefrei zu gelten. Profilvervollständigung, Cookie-Consent und institutionsspezifisches Dashboard wurden auch eingerichtet. Im Oktober 2014 dann Mahara 1.10. Auch wieder ganz viele neue Features, zum Beispiel das Archivieren von Portfolioeinreichungen, die Exportwarteschlange wird gerade notwendig, wenn man sehr große Portfolios exportiert und dass man auch Nachrichten an mehrere Personen schicken kann. Und wir hatten dann auch das Dashboard etwas vereinfacht. Da kam dann auch gleich danach das zweite Maharamut.de Barcamp in Karlsruhe. Hier eine der Visualisierungen, die ihr garantiert noch kennt und die wir ja auch hier schön an der Schule sehen. Und dann Mahara 1504 im April. Das war da ist ganz, ganz viel Code in Mahara reingekommen, nämlich durch die Web Services. Und wir haben dann auch die Kopierschaltfläche mit reingenommen, was klein ist, aber was sehr, sehr vielen hilft. Und dann natürlich jetzt im Oktober Mahara 15.10, was jetzt nicht ganz, ganz so viele neue Features hat, dafür aber ein komplett neues Layout durch Bootstrap. Und da ist auch extrem viel in Mahara reingekommen. Und wie das dann im Code aussieht, will ich euch mal ganz kurz zeigen. Also wir haben jetzt mal so im Mai 2015 arbeiten halt die Entwickler so ganz vor sich hin, bringen da immer mal neue Features rein oder beseitigen einen Bug. In der Zwischenzeit arbeiten unsere Frontend-Entwickler ganz im stillen Kämmerlein für sich und arbeiten da an Bootstrap. Aber dann irgendwann müssen diese ganzen Veränderungen ja auch in den Code reingebracht werden. Und das passiert am 15. Juni. Und das sind jetzt alles, eben der ganze Bootstrap-Framework ist da reingekommen am 15., 16. Juni und da seht ihr, wie viel da plötzlich noch mit hinzugekommen ist. Also das war eine der ganz, ganz großen Veränderungen. Und jetzt, nachdem das drin ist, werden dann eben Verbesserungen dran gemacht, neue Features eingefügt und da kann man dann eben auch wieder sehen, dass die Aktivität etwas nachlässt, weil ja der Großteil jetzt erstmal drin ist. Ja, und da sind wir jetzt auch schon bei der Maharamut.de 3 angelangt, hier in Kassel und mit einer Visualisierung von Max. Das war jetzt mal ein kurzer Überriss über die Geschichte von Mahara inklusive der deutschen Geschichte über ein paar der Veranstaltungen. Und was ich jetzt vorhabe, ist euch einfach mal ganz kurz zu zeigen, was es denn für Neuerungen in 15.10 gibt. Denn viele von euch haben diese Version ja leider noch nicht, unter Umständen, weil sich eure Institution entschieden hat, halt einmal pro Jahr ein Update zu machen und die Sommerferien sind dann doch noch ein bisschen weiterhin. Aber ihr könnt ja schon mal schauen, worauf ihr euch dann freuen könnt. Und natürlich in 16.04, was dann im Oktober nächsten Jahres rauskommt, gibt es dann noch mal ein paar Veränderungen. Noch ganz kurzer Hinweis für die Nummern. Ich sage ja immer 15.10 oder 15.10, 15.04, 16.04. Das bedeutet immer erst das Jahr, also 2015, und dann der Monat, in dem Mahara rauskommt, also 10 für Oktober. Das soll hoffentlich dann es einfacher machen für euch auch zu merken, mit welcher Version ihr arbeitet und dann auch zu sehen, wie alt sie ist. Besser als wenn es jetzt halt 1.3 und 1.5 wäre, dann weiß man, muss man viel mehr rechnen, um sich auch überlegen, wann ist denn die Version rausgekommen, wie alt ist sie schon. Und wir haben jetzt halt mit 15.10 Mahara neues Leben eingehaucht. Insbesondere durch die neuen Designs, die jetzt in Bootstrap sind. Insgesamt gibt es 4 Designs, wir werden noch ein paar mehr hinzufügen. Und die zeigen schon ein bisschen an, dass da neuer Wind läuft. Wir konnten dann eben auch in dieser Hinsicht Verbesserungen in der Benutzerfreundlichkeit mit erreichen, haben aber natürlich noch mehr Pläne dafür. Hier nur ein kleines Beispiel aus den Gruppen. In den Gruppen war es ja häufig doch ein bisschen kompliziert zu sehen, wo man denn jetzt überhaupt ist. Da haben wir eine Navigation mit eingefügt, dass man immer genau weiß, welche Teile es in der Gruppe gibt. Und dann auch im Gruppentitel
an der Seite auch noch mit den Gruppennamen genannt, damit das auch immer eindeutig zuzuordnen ist. Es ist jetzt auch möglich, direkt die Gruppen-Homepage zu bearbeiten, dass man da einfach draufklickt und nicht erst in die Seiten gehen muss, Gruppen-Homepage auswählt und dann den Bearbeitungsknopf drückt, sondern das geht ganz komfortabel direkt von dort. Weitere Verbesserungen hier dank der Fernuniversität Hagen sind, dass man jetzt auch Gruppeninstitutions- und Siteblogs hat. Vorher war es ja nur möglich, ein Lernjournal im persönlichen Bereich anzulegen. Jetzt kann man das auch in anderen Bereichen machen, was natürlich der Kollaboration zuträglich ist und man dann auch besser Vorlagen anlegen kann, direkt mit diesen Elementen. Wir haben es auch so gemacht, dass man nicht nur Ansichten sehen kann, wenn man auf der Seite für mich freigegeben ist, auf dem Dashboard und auch wenn man seine eigenen Ansichten auf dem Profil hat, sondern dass man wirklich mehr im Portfolio denkt, also auch Sammlungen sieht statt die einzelnen Ansichten. Das macht sich insbesondere gut, wenn jetzt eine Sammlung aus 26 Seiten besteht. Ein Lehrer muss da 30 Sammlungen anschauen, jeder Schüler hat 26 Seiten, da könnt ihr euch ja denken, wie häufig man dann durch den Paginator gehen muss. Und das ist jetzt, macht es alles verkürzt, man sieht halt den Sammlungstitel und kann dann da weiter navigieren. Wir haben auch die Sammlungsnavigation verändert, nämlich, dass man jetzt einen ganzen Bereich oben nur für die Sammlung hat, den Sammlungstitel sieht. Und dann auch Vorwärts- und Rückwärts-Buttons hat, damit man komfortabel durch die Sammlung gehen kann. Man kann aber auch zu einzelnen Seiten springen mit dem Dropdown-Menü und sieht dort natürlich auch, wie viele Ansichten insgesamt in einer Sammlung sind. Und wir sehen jetzt natürlich besser den eigentlichen Ansichtentitel. Vorher war der ja immer unter den Tabs verborgen, was Usability-technisch nicht ganz so ideal war und da haben wir jetzt halt die Möglichkeit genutzt, auf Bootstrap umzuschalten, um das dann alles etwas umzuverändern. Was wir jetzt auch machen können, dank Switch, das ist ein Anbieter aus der Schweiz, der auch ein Multi-Tenanted Mahada-Instanz für Schweizer Universitäten hat, ist, dass man jetzt direkt auf Kommentare antworten kann. In der Vergangenheit war das ja so, man hat nur eine lange Liste von Kommentaren und konnte dann nicht so wirklich sehen, auf welchen anderen Kommentar man sich bezogen hat. Das kann jetzt in einer Institution freigeschaltet werden, sodass man dann einen Antwortenknopf sieht und dann werden die Antworten eingerückt dargestellt. Also ähnlich wie im Moodle Forum, wenn man da den Indented Mode auswählt, ist das dann auch in Mahada. Und natürlich das Wichtige ist, dass wenn man jetzt einen privaten Kommentar legt, eine Antwort macht, wird die auch nur wieder von dem Portfolio Autoren gesehen und nicht allen. Und deswegen war das etwas komplizierter, als man vielleicht denkt, das zu machen. Wir haben jetzt auch eine Ansichtenvorlage dank iCampus 21. Das ist Dirk Meyer in Kanada, der sehr aktiv ist in der kanadischen Gemeinde. Und was da möglich ist, ist jetzt, dass man das generelle Layout von einer Mahada-Ansicht ändern kann. Wir bieten ja immer die drei Spalten vor, jetzt könnt ihr euch aber entscheiden, da halt eine dünne, eine breite und eine dünne Spalte zu machen und da werden dann alle neuen Seiten so aussehen. Natürlich kann jeder das Design dann wieder oder das Layout wieder umändern, aber es ist erstmal schneller möglich, als jetzt im Code was umzuprogrammieren. Jetzt etwas mehr für die Administratorin. Aktive Nutzer einer Institution können eingesehen werden. Das ist insbesondere wichtig am Ende eines Monats, wenn man seinen Report machen muss. Wie viele Leute haben sich denn ins Portfolio eingeloggt? Das ist jetzt besser zu sehen. Alle anderen Statistiken davor waren etwas falsch, denn wenn sich jetzt jemand im Oktober eingeloggt hat und jetzt schon im November und ihr guckt im November, dann zählt der nicht mehr für den Oktober, sondern er zählt schon für den November. Und das haben wir jetzt halt alles mal etwas besser gemacht. Wir können jetzt auch die E-Mail-Adresse durch den Administrator direkt in der Administration ändern, sodass diese dann als primäre E-Mail-Adresse genommen wird und können auch eigenes Designs recht einfach erstellen. Wie gesagt, wir sind ja auf Bootstrap umgestiegen und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, nämlich einmal normales CSS mit dem da Veränderung zu machen, aber Jörg hat das schon mal reingeschaut und sieht nicht so toll aus, weil es halt alles komprimiert ist. Und deswegen die bessere Variante, Option 2, ist, dass man da einen Compiler benutzt und mit Gulp arbeitet. Und das ist auch alles in der Theme-Dokumentation aufgeschrieben, was alles installiert werden muss.
Und dann kann man, wenn man eben SAS und GALB verwendet, ganz einfach auch mal nur 2, 3 Werte in eine Variablen-Datei ändern und bekommt dann sofort ein Design, was man dann auf dem Server installieren kann. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Und unsere Pläne für 16.04, was ja jetzt schon im April rauskommt, das heißt, erste Woche im Februar ist dann Schluss mit neuen Features, denn wir müssen ja dann auch gucken, dass wir da Code-Review drüber machen, dass da nicht so viele Bugs drin sind und dergleichen. Aber was wir uns jetzt so für die nächste Zeit vorgenommen haben, sind die folgenden Dinge. Einmal, dass man eine Ansicht in mehreren Sammlungen verwenden kann. Das ist ein großes Unternehmen, aber wir hoffen, dass wir das dann doch irgendwann mal hinbekommen. Dann, dass wir auch einen HTML5 Medienplayer einspielen, statt des Flash Players, denn mittlerweile kann ja kein normaler Browser mehr Flash benutzen. Das müsste eigentlich definitiv für 16.04 klappen. Dass man auch eine neue Navigation haben, denn die horizontale macht ja dann doch manchmal Schwierigkeiten. Dass wir auch Ansichten und Sammlungen auf einem Bildschirm vereinen. Im Moment muss ja immer in Ansichten gehen oder in Sammlungen und dass wir da schauen, wie wir das zusammenbringen können, damit es einfacher wird für jemanden, das zu verstehen, wie die zwei zusammenhängen. Dass wir auch CSS für HTML-Export machen, denn wenn man im Moment HTML exportiert, sieht das nicht so toll aus, weil ja das ganze Theme fehlt. Und das ist auch ein großes Anliegen von uns, dass das verbessert wird. Und dass wir auch einen Style Guide zur Verfügung stellen, wo dann Entwickler, Theme Designer und dergleichen sehen können, welche Elemente denn benutzt werden, damit sie schneller auch was mithelfen können zu programmieren. Dass wir auch Open Badge Support mit reinbringen. Am Anfang mit dem Displayer, nicht dass man Badges vergeben kann, aber schon erstmal, dass man sie einfacher darstellen kann. Smart Evidence, dass man mit Kompetenzrastern arbeiten kann. Da bin ich echt sehr dankbar den Organisatoren, dass ich zur Mahadamut kommen konnte, denn ich habe den Andreas Riepel kennengelernt aus Österreich, mit dem die OVM ja sehr stark zusammenarbeitet. Und die haben da schon extrem viel Vorarbeit geleistet. Also das können wir dann garantiert auch etwas schneller machen, als wir uns ursprünglich gedacht hatten. Und dass wir auch das Bearbeiten von Ansichten vereinfachen. Das sind jetzt mal eine unserer großen Ideen. Wer da gern mitmachen möchte oder etwas Geld am Ende des Jahres übrig hat, meldet sich bitte bei mir oder bei einem der anderen Mahada-Partner oder Mahada-Entwicklerfirmen, denn Geld hilft dann auch immer etwas, solche größeren Projekte insbesondere noch mit voranzutreiben. Wenn ihr selber mitmachen wollt, könnt ihr das auch gern machen. Wir hatten ja gesehen, wie viele Möglichkeiten es da gibt. Natürlich vergessen wir auch mobil, Mahada nicht. Wir sind dabei, die Mahada Droid App auf einen Framework umzuändern, der es uns ermöglicht, sowohl Android als auch iOS-Applikationen als auch Windows-Applikationen zu erstellen. Das ist über Cordova oder PhoneGap in früheren Zeiten und hoffen, dass wir das dann auch in den nächsten Monaten zur Verfügung stellen können. Dann sieht die App etwas moderner aus, hat noch ein bisschen mehr Funktionsumfang und man kann auch externe Authentifizierungsmöglichkeiten nutzen, denn im Moment muss man ja immer seinen internen Mahada-Nutzernamen wissen, um dann die überhaupt benutzen zu können. Wir haben auch andere Veränderungen gemacht im letzten Jahr und in den letzten 12 Monaten, die jetzt nicht technischer Art sind, sondern die jetzt mehr auf der Community-Arbeit basieren. Unter anderem haben wir auch unser Partnerprogramm umgeändert. Partners sind für uns wichtiger geworden, als sie in der Vergangenheit angesehen wurden, einfach weil wir damit versuchen wollen, mehr Leute auch aktiver am Projekt zu beteiligen. Es gibt schon sehr viele, die neben Catalyst auch mitmachen, unter anderem eben Ralf mit den ganzen Übersetzungen. Also das ist nichts Leichtes, da mal 400 Seiten Mahada User Manual zu übersetzen. Und dann der Andy Hediger, der hat ja auch mal die Screenshots alle ins Deutsche mit übernommen gehabt. Das sind dann auch so an die 350 zu dem Zeitpunkt schon gewesen. Also das ist nicht zu unterschätzen. Und dann auch... Und dann eben auch andere Beiträge, die geleistet werden. Und wir möchten da eben sehen, wie wir da mit bestimmten Organisationen noch enger zusammenarbeiten können, dass sie dann auch leichteren Zugriff auf uns haben. Und da haben wir uns entschieden, das Partnerprogramm zu erweitern und das für zwei verschiedene zu öffnen. Einmal für die Leute, die kommerzielle Dienste für Mahada anbieten. Das war traditionell schon der Fall. Die nennen wir jetzt Mahada Business Partner. Und dann auch solche, die jetzt eben aus dem Schulbereich, aus dem Unibereich sind und Mahada nutzen.
unterstützen, aktiv auch an der Entwicklung von Mahda mitarbeiten, Ideen einreichen, Feedback, spezifisches Feedback geben, Vorschläge machen, wie man das Programm umändern kann, und die sind unsere Supporter. Wenn ihr mehr Informationen dazu haben wollt, hier ist die URL. Wenn ihr da eine Mail an partners@mahda.org schickt, kommt die bei mir heraus, könnt also auch gleich an mich schreiben, wenn ihr wollt, und wir können dann gerne ins Gespräch kommen. Ja, und einige von euch sind ja schon in diesen Gruppen hier aktiv, und diese werden häufig halt auch von unseren Supporters oder ganz normalen Nutzern geleitet. Das sind die Mahda User Groups. Da gibt es die MAG in New York, die ist auch sehr international aktiv mit Online-Meetings alle einmal im Trimester, so alle 2-3 Monate. Macara in Schottland. Maxi, Mahda User Group Southern England, da ist Sam sehr aktiv, sie hatte ja auch das T-Shirt dazu an. Dann MAG Deutschland, wir haben es gleich mal umbenannt von MAG Rhein-Neckar in MAG Deutschland. Dann haben wir in Neuseeland auch die Kiwi MAG, in Österreich gibt es MAG Oz für Österreich, in Japan gibt es auch eine Mahda User Group, die schon seit Jahren auch eine Konferenz immer veranstalten, das Mahda Open Forum. Und bald wird es auch MAM geben, nämlich Mahda Users Midlands in Großbritannien. Wer gern wissen möchte, wo denn überall überhaupt in der Welt Veranstaltungen von diesen Nutzergruppen, von Europortfolio und anderen stattfinden, da könnt ihr auf mahda.org /Events gehen. Da gibt es dann auch einen Google-Kalender, den ihr euch in euren eigenen Kalender mit aufnehmen könnt, damit ihr auf gar keinen Fall eine Veranstaltung verpasst. Und wenn ihr eure eigenen Veranstaltungen damit einbringen lassen wollt, schickt mir bitte eine E-Mail oder sendet mir eine Nachricht auf Facebook oder Twitter, dann nehme ich die gern mit auf. Denn manchmal sehe ich ja nicht immer alles, denn ihr müsst bedenken, Neuseeland ist 12 Stunden vor euch, also wir leben immer in der Zukunft, und ich sehe da nicht unbedingt alle Tweets oder alle Ankündigungen, die ihr halt während des Tages macht, denn das ist ja mein Abend oder meine Nacht, also da ist das halt zeittechnisch manchmal nicht so günstig. Wenn ihr jetzt sagen wollt, ach ja, da mache ich mit und ich habe jetzt auch Events oder ich will mal zeigen, was ich so an der Schule, an der Uni oder in meiner Organisation mache, dann schickt doch einfach einen kleinen Beitrag ein für den Newsletter. Der kommt 4-mal im Jahr raus, am 1. oder 2. Januar, am 1. April, am 1. Juli und am 1. Oktober. Einreichedatum ist meistens so eine Woche vorher, so 3 bis 5 Tage. Jetzt für den 1. Januar, da ist die Einreichung ein bisschen zeitiger wegen Weihnachten, also so 23. Dezember, dass dann auch alles noch mit reinkommt. Und da könnt ihr dann euer Projekt vorstellen oder auch eine Anfrage stellen, wenn ihr mit jemandem kooperieren wollt. Fragt einfach, wer vielleicht noch Lust hat. Der Newsletter wird gelesen, wir machen extra keinen ständigen Stream von Blog-Einträgen, damit es eben gebündelt kommt, denn jeder bekommt ja schon ganz, ganz viele Blog-Einträge und da wird es eben untergehen. Deswegen machen wir das alles gebündelt auf einmal, oh, Mahda Goodness, an einem Tag, 4-mal im Jahr, und hoffen, dass er euch was bringt. Ja. Und das war es jetzt erstmal von mir. Ich glaube, ich habe genug geredet und wir gehen jetzt mal wieder in die Community über, dass wir jetzt noch einen schönen gemeinsamen Tag haben, voneinander hören, was alles mit Mahda oder auch mit neuen Medien generell gemacht wird. Und wer sich gern mit mir in Kontakt setzen möchte, findet hier meine Kontaktdetails. Ich hatte ganz vergessen zu sagen am Anfang, ich hatte ja den Link zur Präsentation schon getweetet. Jeder hätte sich die dann auch mit auf dem Handy angucken können. Ich werde jetzt nochmal den eigentlichen Link auch schicken, denn wenn ihr jetzt auf den Link geht, dann seht ihr nur die Slides. Die ist halt, der Link war für das Live-Verfolgen dabei, aber die Präsentation wird dann auch demnächst online stehen und auch die Aufzeichnung davon. Falls ihr die einem Kollegen mal schicken wollt, der vielleicht noch nicht so ganz mit Mahda gearbeitet hat, aber der sich das mal anschauen sollte. Vielen Dank.